Core Gamer Production. Willkommen auf der Spieleseite der Macht. Hey yo guys und willkommen zu Batman Arkham Origins. Mein Name ist der Rockstar. Ich bin Soul. Und ja, in der letzten Folge hat der gute Soul hier ein bisschen Nebenkram noch gemacht, aber wir folgen... Was auf dem Weg lag. Ja, was auf dem Weg lag. Du musst unten rein. Es gibt nur den Weg. Ich weiß auch nicht, wie du da anders reinkommen kannst. Was das gemein ist? Bei dem neuen Spiel Plus, wo ich gerade bin, sind da drin 3 bewaffnete Gegner. Nice. Und die kannst du nicht entschärfen, die Knarren. Er sagte schon, B ja, und dann ja. Zweimal... deswegen, ich weiß nicht, wie man die Szene eigentlich lösen soll, weil, klappt einfach nicht. Ich bin dann da einfach quasi reingebasht, hab die ersten beiden verprügelt, in der Hoffnung, dass ich dann, das ist ein Gepanzerter, ne? Dass ich dann eben fix, hier die Dings machen kann. Dass ich dann zu denen quasi hinkomme, mit diesen Combo-Verlängerungen, wenn man in der Combo halt ist, ne? Ja, ich krieg grad hier übelst aufs Maul. Erzähl weiter. Es hat sogar geklappt. Aber trotzdem, ich kann mir nicht denken, dass das eigentlich so gedacht ist. Also der Raum auch wieder sehr schlecht durchdacht vom Entwickler. Auf jeden Fall. Alter, komm. Ja, und das mit dem Messerkontern. Ich krieg's nicht hin. Ich muss mal gucken, wenn ich jetzt das nächste Mal wieder Arkham City zocke, ob ich's da vielleicht hinkriege. Mhm. Hatte ich ja auch angedeutet. Also die Arkham-Teile werde ich jetzt auf jeden Fall alle nochmal durchspielen, weil ich bin jetzt wegen Arkham Origins bin ich wieder voll drin. Ich könnte kotzen. Weißt du? Nicht, dass ich nicht schon genug zu tun hätte. Ja, klar. Ich glaube, ich muss das gleich neu starten hier. Zu lange Pause gemacht. Do your job! Scream if it hurts, sir. Ja. Ja. Das war zum Aufwärmen. Ja, das waren die Fingeraufwärmungen. Ja, ja, komm halt mal. Ich find's geil, wie Batman in Year One ihn hier durch die Wand prügelt. Ja. Super geil. Das auf jeden Fall. Year One war auch ein cooler Film. Ja, ich bitte dich, du feierst den Film vor allem deswegen, weil Commissioner Gordon von Bryan Cranston synchronisiert wurde im Englischen. Das muss niemand wissen. Wo sind wir denn hier? Da oben auf dem Dach, der Eingang ist quasi unter dir. Ach so. Hinters Gebäude kommst du nicht, da dreht er immer wieder um, das ist quasi out of the map. Ja, und es gibt keinen anderen Eingang. Wie gesagt, ich... keine Ahnung. Das kannst vergessen. Ey, ich habe jetzt gekontert. Ja, ich kenne das Problem. Erinnert mich an die Diskussion. Er war blau, er war gelb. Guck mal, manchmal steht auch Batman einfach so nur dumm rum. Ja, dann ist so, als ob er in die falsche Richtung kontert. Was eigentlich theoretisch ja gar nicht möglich ist. Was? Scharfschützen? Auch noch. Ja, nee, eigentlich nicht. Ja, von irgendwo anders, wahrscheinlich vom Turm oder so. Ja, das kann sein. Wir sind jetzt hier an dem Punkt, wo, es war ja auch in Arkham City zum Beispiel, wirst du dich erinnern. Das war ja dann so, dass halt ab einem gewissen Punkt halt die Gegner bewaffnet rumgelaufen sind oder halt was anderes, ne? Immer so ein Scheiß dann halt dabei. Und wir sind, glaube ich, jetzt an dem Punkt im Spiel, wo ein paar Scharfschützen in der Stadt waren. Ah, was ist denn hier los jetzt? Ich habe nicht die geringste Ahnung. You messed up, Ben. Ich muss erstmal hier diesen Messertypen. Ja, das bringt dir ja nichts, weil die anderen können das Messer jederzeit wieder aufheben. Ja, klar. Da solltest du dringend weg, sonst bist du gleich erschossen. Geh doch zurück und lass sie erstmal kommen. Nee, genau. Nee, einmal B, genau. Weg, weg, weg. Ja, ja, wollte er nicht nehmen. Keine Ahnung, so. Aber Batman macht heute echt komische Sachen mit mir. In der Tat. Aber jetzt kannst du da deinen Liebling machen. Hast du Batman Arkham Knight übrigens angefangen? Nee. Du weißt so, letzte Woche hatte ich überhaupt gar keine Zeit zum Zocken. Ja, ich rede ja von dieses Wochenende.
Ja, du, wann sollte ich angefangen haben? Weiß ich nicht, gestern. Bitte. Gestern? Ja, gestern, genau. Mitten in der Nacht noch. Mitten in der Nacht um 3 Uhr morgens fange ich noch Batman Arkham Knight an. Ja, natürlich. Du, vielleicht mache ich das heute Abend. Ja, siehst du. Das Erste, was du da machst, Kampfübungen, wie man kloppt. Ja. Kommst du morgen hier hin, kannst du Batman auswendig. Danach dann spielen wir das Spiel ein halbes Jahr nicht mehr und dann alles für die Katze. Nee, dann werde ich auf jeden Fall in Übungen lernen. Dann werde ich die einmal pro Woche so Kampfübungen machen, 2 Stunden lang am Stück. Brauchst du noch nicht mal. Es ist ja, wenn es wirklich einmal drin hast, auch diese Griffe, was du halt drücken musst, damit er hier sein sofortiges Ausschalten und den ganzen Gedöns machst, es bleibt halt drin. Links kannst du, glaube ich, oben durchs Gitter. Ich meine, da drin wäre irgendwie eine Trophäe oder so ein Schall. Also hier so ein Datenmaterial. Genau. Nee, schon richtig. Ach ja. Mal gucken, vielleicht wenn du, sag mal eben, wenn du jetzt, da ist was zum Hacken. Wenn du jetzt wirklich die anderen Spiele auch geschenkt kriegst, dann wär's doch ratsam oder dann wär's doch ganz nice, wenn du auch mit Arkham Asylum anfängst. Auf jeden Fall. Dann kannst du dich quasi von Grund auf da reinfiebern. Okay, dann musstest du das machen. Ich weiß nur noch nicht warum. Guck dich mal im Raum um. Irgendwas. Ach, guck da, ist mitten in der Mitte. Mitten im Raum. Aber siehst du, es war ein belastendes Material. Ich wusste irgendwie, sowas war da. Happy New Year! Ja, es wäre auf jeden Fall eine Option, ne? Ja, dann glaub mal, dann, wenn du die Teile am Stück suchtest, dann bist du quasi so drin. Und dann landest du hier in Arkham Origins und merkst erst, wie verkehrt das Kampfsystem ist. Warte, nicht beeilen. Schleichen. Lass die bis zum Fenster gehen, da kannst du die von hinten mit Doppel ausschalten, auch platt machen. How you doing? Pum. So, da unten geht's dann wieder ab. Ach, so ein Kung-Fu-Arsch ist auch wieder dabei. Aber keine Bewaffneten. Keine Bewaffneten. Aber links sind Knarren. Wo denn? Da, das Orangene. Das ist kein Unterbrecher? Nee, wir haben Unterbrecher, aber damit kannst du nichts anfangen da. Meinst du? Ja, und die haben dich gesehen. Ach, ficken, Alter. Wo hat der mich denn jetzt gesehen? Da, doppelter Konter. Ach, doppelter Konter, das, ne? Ja, ja. Das sind ja die Jungs, kannst du. Sind teilweise bis zu 3 Konter drin. Ich bin froh, dass sie das mit der Zeitlupe eingebaut haben. Auf jeden Fall. Weil, was meinst du, wie das auf neues Spiel Plus abgeht, wenn du solche Gegner hast? Und vor allem dann tanzt hier nicht nur einer davon rum. Ist dann immer voll geil die Action, wenn du dann so 3, 4, 5 Stück davon rumtanzen hast und. Boah, Alter. Albtraum. Ja, klar. Uiuiui. Aber die Kämpfe mit diesen Kung-Fu-Idioten finde ich geiler irgendwie inszeniert. Ja, natürlich, eben weil sie ja auch kontern müssen. Also, weil sie ja auch kontern und dadurch bist du halt gezwungen, Konter zu kontern. Es ist ja, halt quasi klar. Das, was du mit Deathstroke hattest, nur halt im kleinen Maße. Und das natürlich sieht's geil aus, ne? Ja, das meine ich ja. Ist natürlich aber auch nice, wenn du Arkham City so lange gesuchtet hast, dass du quasi so drin bist, dass du wirklich nichts mehr versaust, ne? Also der höchste Combo, den ich bei Arkham City hingekriegt habe, war glaube ich irgendwas mit 75. Okay. Das war auch jenseits von Gut und Böse, ne? Boah, Alter. Aber das war so die Zeit, wo ich dann neues Spiel Plus gerade abgeschlossen hatte und noch so ein bisschen so rumgerannt bin. Da bist du natürlich dann auch voll drin. Ja, klar. Ne? Da musste ich ja dann noch nicht mal mehr hier drauf warten, dass die Blitze oder so kommen. Dann habe ich ja aus der Bewegung andauernd schon gesehen, okay, der macht jetzt gleich was. Ja, das machst du aber nur, wenn du voll drin bist. Ja, neues Spiel Plus konfrontiert dich ja mit der Sache. Das ist ja das, was du da halt lernst. Ja, klar. Ne? Bei Arkham Asylum gibt's den Modus nicht. Den gibt's erst ab Arkham City. Bei Arkham Asylum habe ich halt wirklich auf... Ich bin ja so einer, ich fange ja immer auf leicht an und arbeite mich dann hoch bis schwer. Ne? Und schwer hat mich bei Arkham Asylum echt ein bisschen gefoppt. Battering draufschmeißen. Ja, mach einfach 2x LT. Machst du schnell Battering. Nee, den unteren. Genau. So, ich glaube, da kannst du jetzt hoch. Da musst du, glaube ich, das Ding von Deathstroke ausrüsten. Da, siehst du schon den Pinörpel. Naja. Nochmal. 2x nach oben. Zack. Kannst du dich dran hochziehen. Und dann ist da oben, so meine ich zumindest, ein Schalter, den wir drücken müssen. Da.
Ich frage mich natürlich, wie die jetzt den Schalter drücken. Kommt doch keine Sau mehr rein. Logikfehler. Ja, so wie der Doktor bei Arkham Asylum, der Doktor heißt. Ja. Doktor, Doktor. Ja. It's strange. Doktor, Doktor. Mr. Doktor. Nein, nein. It's strange. Ja. Das ist es. Ach, guck mal, der Krankenwagen mit voll Geld und so. Schön. The Joker's ambulance. He must be in the building. Ah, hier im Gebäude werden wir jetzt etwas finden innerhalb der nächsten Folgen, was dir richtig gefallen wird. Okay. Guck mal, der hat aus der Kohle hat der Fußschnipsel gemacht. Fußspuren. Papierfußspuren. Der Joker ist krank. Er ist kreativ. Ja, ist logisch begabt. Ah, nee, doch nicht. Das ist Farbe. Das ist Farbe. Okay. Not yet, why? Well, it looks like there's a security room in the hotel lobby. You could use the cameras to find him. Okay, I'll try that. Okay. Gelange in den Überwachungsraum, das werden wir auch tun. Ja, du kommst jetzt, glaube ich, erst wieder in den Jägerraum. There are enough explosives here to take down this building. Wonder what other surprises I'll find. Ja, ich glaube, wenn du hier durchgehst, dann kommst du in den Jägerraum rein. Ja, da bist du jetzt im Jägerraum. Es könnte sein, dass ein Störsender anwesend ist. Ja, da vorne. Da läuft er. Ja, der, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, der gerade markiert ist. Nee, du kommst so an den nicht dran. Nee, ich weiß. Schalt ihn doch aus. Ja, ich will nur gucken. Ich will erstmal die Lage sondieren hier. Ja genau, komm, mach wieder den lautlosen Rockstar. Ja, das hat ja letztes Mal super geil geklappt. Ja, das erste Mal. Das erste Mal, das richtige Mal. Ich hab's ja in Arkham Knight immer wieder fast geschafft, aber es war nur fast wieder. Ja. Ja, bei Arkham Knight, ey, ohne Scheiß, ne? Also, ich glaube, von den Arkham-Spielen ist Arkham Knight oder bleibt Arkham Knight auch das Spiel, wo wir am längsten für gebraucht haben, es zu komplettieren. Ja, keins der anderen Spiele würde so viel Zeit fressen. Nimm mit. Ja, geht nicht. Scheiße. Ist er mit dem Störsender auch um? Ja, ist er. Es ist ja auch lustig, wenn du schon das Spiel kennst, ne? Dann machst du ja auch gewisse Sachen. Zum Beispiel gibt es ja in Arkham City und auch hier, habe ich ja schon geskillt, dieses Wärmebild verschleiern. Mhm. Ja, weil ab einem gewissen Punkt im Spiel haben die halt diese Dings und dann können die dich auf dem Wasserspeiern orten. So, wenn du das aber schon weißt, investierst du quasi schon vorher da rein, bevor du überhaupt in der Szene bist und quasi das Spiel kann dir dann egal sein. Das ist super lustig. Hier hebelst du quasi total was aus. Na, komm noch ein bisschen. Mein Freund. Ja, ansonsten geh hinter ihn, fertig. Ja, du weißt ja, wie ich so bin. Da ist das zum Beispiel schon. Ficken. Nein, brauchst du nicht. Wieso? Weil wir das ja schon geskillt haben. Ach so. Ich hab da ja schon vorgegriffen. Aber er hat trotzdem hochgeguckt. Ja, das war nachdem du weggegangen bist. Wenn du da gesessen hättest, hätte er dich nicht gefunden. Und dann machen die natürlich sowas. Dann zerstören die Dinger. Diese Wasserspeier. Nee, ist ganz vergessen. Solange wie der Störsender aktiv ist. Ficken! Nicht in Panik. Ist jetzt natürlich mega geil, ne? Dank Störsender ist auch der Detektivmodus quasi für den Arsch. Ja, klar. Ne, das funktioniert, glaube ich, nicht gut. Wisst ihr? Also hier haben sie viele Sachen, die man sich angewöhnt bei Arkham City oder Arkham Knight, die haben sie wieder rausgenommen. Ja, klar. Bleib oben. Nee. Zieh dich hoch und weg. So viel zum lautlosen Rockstar. Ja, man kann ja auch nicht alles haben. Ja. Nee, ich habe den nicht gesehen gehabt. Das ist das Problem gewesen. Ja, der Wasserspeier links, der ist jetzt natürlich weg. Den haben sie kaputt gemacht. Ja, klar. Das ist mir schon klar. Da, guck, jetzt zerschließen die auch in regelmäßigen Abständen die anderen Wasserspeier. Kann ich ihn nicht mit dem Unterbrecher? Probier mal. Eigentlich ist das nur ein Waffenunterbrecher, weil das ist nicht der Unterbrecher. Das ist eine deaktivierende Teil. Ah, hast du. Gut. Das wusste ich auch noch nicht, dass das funktioniert. Hätte ich das vorher gemacht.
Du hast nur noch eine Ladung davon, ne? What's that? Who's opening? Nee, muss erst nach rechts. Sieht er mich? Warte mal eben. Mach mal zweimal nach oben. So, mit RB, also dem oberen, mit quasi R1. Ja. R1, nicht L1. Auf den Typen zeigen, den du annageln willst. Mach mal. Und jetzt auf das Ding schießen. Mach's gut. Ja, da hast du den jetzt quasi mit der Lenkralle, hast du den jetzt. Ich hab's gesehen. Schön, ne? Nee, das hast du jetzt dir nur einen Übergang geschaffen. Egal. Hängt der da jetzt? Ja. Der hängt da, ne? Du kannst das natürlich mit der Lenkralle nochmal machen, ne? Ja, klar. Deswegen, das ist ein super geiles Gadget dafür. Ach, der Störsinn ist wieder aktiv. Hat er wieder aktiv gemacht, die Sau. Ist also nur was Kurzzeitiges. Ich zähle einen unten. Zwei. Ja, mit ihm zwei, aber einen ist er auf jeden Fall unten. Mhm. Kannst du nochmal was mit der Lenkralle vielleicht machen? Würde ich jetzt so spontan sagen. Einfach schießen. Zu spät, oder? Nee. Doch, passt. Sehr gut. Vergiss nicht, hier keine Wasserspeier. Ja, klar. Da ist wieder einer. Wo denn? RB stand da. Du kannst dich nur noch zu den Wasserspeiern hochziehen. Einfach RB drücken. Auch hier diese Weihnachtsbäume bei denen mitten im Haus, ne? Das sind ja gigantische Dinger in Amerika. Ja, klar. Na, den da vorne, den kannst du dir gleich auch holen. Könntest quasi hinter den gleiten. Könnte ich, oder? Oder so. Einfach schießen. Das geht dann auch. Pass auf. Die gehen gerade beide eine Treppe hoch. Ich glaube, sie sind aber auch die einzigen beiden, die noch hier sind. Möglich. Hoch, hoch, hoch. Oder A, Eckendeckung. Mach A. So, wenn er jetzt um die Ecke, wenn er jetzt gleich kommt, kannst du den per Eckendeckung ausschalten. Ja, ja. Halte Dings bereit. Scheiße. Ficken. Und ich bin tot. Geil. Nice. Nice. Ja, ich denke mal nicht, dass wir den Regierraum heute schaffen. Deswegen sage ich auch an dieser sensationellen Stelle mit dem Joker. See you guys und seht das nächste Mal, wie es wohl weitergeht in Batman Arkham Origins. Leute, wollt ihr kein Video mehr verpassen? Lasst ein Abo da und wenn euch das Video gefallen hat, teilen, Däumchen drunter und für alles andere sind die Kommentare below.